Guten Abend und herzlich willkommen bei Halbmotion mit Schmitz, das ist er, und mit dem großartigsten Schauspielensemble, das es im deutschen Fernsehen derzeit gibt. Ja, diese Show ist eine Sitcom, für die es gar kein Drehbuch gibt. Alles, was hier passiert, wird improvisiert. Unsere Schauspielerinnen und Schauspieler müssen aus dem Stegreif heraus das Beste aus der Szene machen. Und heute ist eine Folge, auf die ich mich wirklich ganz besonders freue, weil wir haben eine sehr, wie soll ich sagen, anspruchsvolle Aufgabe für dich. Du sagst zu allem heute einfach ja. Ja. Wow, das zu allem. Gut. Und wir freuen uns sehr, dass wir einen fantastischen Stargast heute hier haben. Sagen Sie ja zu Beatrice Egli! Wow. Hallo, es geht los! Ich glaube, heute wird ein wunderbarer Tag. Natürlich, mein Hase, du bist ja da. Na, wie geht's? Wie steht's? Gut? Cheers. Und selbst? Gut. Alles gut. Alles super. Möchtest du ein? Was ist das? Magst du einen Schnaps? Ralf, erklär doch gleich mal, warum du heute zu allem Kannst ja sagen musst. Kannst du mir eine Zitrone schälen? Ja, klar. Na, cool. Klar mache ich das. Weißt du, heute ist ein besonderer Tag. Ja, finde ich auch. Ich habe auch ein Gefühl. Ja, heute ich ganz, Tag. Ganz. Warum meine Füße tun so unfassbar weh. Kannst du mir kurz eine Zitrone schälen? Nee, mache ich sehr gerne. Du machst das? Hm? Okay. Warum ist denn der Tag heute besonders? Der Tag ist besonders, weil heute mein Ja-Sager-Tag ist. Ah. Und wenn man zu allem Ja gesagt hat, einen ganzen Tag, dann fühlt man sich besser, ein ganzes Jahr lang. Ich wusste, heute wird ein guter Tag. Was machst du da? Ich habe eine Zitrone geschält. Okay. Der Simon hat gesagt, schäle mir eine Zitrone. Und ich habe gesagt, ich schäle dir eine Zitrone. Dankeschön. Ich habe nicht gesagt, wie. Ich habe aber nicht gesagt, dass du sie mir geben sollst, sondern du sollst sie schälen. Und dann, glaube ich, magst du die Zitrone essen. Ja! Das stimmt! Ich glaube, ich muss hier weg. Oh, pardon. Nein, gern. Ach, mach ruhig. Wollt ihr ganz aufessen? Ja, ganz auf. Ganz auf. Das ist sehr gesund, das ist gesund, das ist gut für dich, Ralf. Wirklich. Ich fühle mich so frisch gerade. Ja, habe ich mir verdient. Habe ich mir verdient. Jetzt habe ich eine ganz frische Frisur. Oh, das zieht alles zusammen. Leck mal an. Komm. Das ist Lifting von innen. Wow. Hast du schon mal gemacht? Eine ganze Zitrone, die Zunge war vorher so. Ich bin auch eine. Oh, ja, kann ich. Bitte, für dich. Oh Gott, ist das eh. Komm her. So. Ja, heute ist mein Ja-Sagetag. Und wie gesagt, das ist eine tolle Sache. Müsst ihr auch mal versuchen. Nee, das möchte ich nicht. Ja, das ist wirklich, das ist toll. Aber hast du keine Angst, wenn du draußen auf falsche Leute triffst? Doch, deswegen bleibe ich ja hier. Deswegen. Also obwohl, Moment, lass mich kurz überlegen. Nein, du bist ja mein Freund, ich würde sowas nicht. Sag mal, Simon, sagen, bei jedem Ja von Ralf machst du einen Hofknicks. Du machst alles? Ja. Ehrlich? Ja. Auch Beischlaf? Für jeden, der hier rein und raus geht? Okay, vergiss es einfach. Lass. Ich habe es nicht gesagt. Ja. Ja. Ich wusste, dass es keine 5 Minuten dauert, bis ihr das ausnutzt. Ja, ich weiß. Das werden die machen. Oh. Leute. Ich hab ihn mal weg. Hä? Ich hab ihn nur weggesetzt. Einfach so. Warum? Riech ich? Nein. Riech ich? Ja. Das hat mich schon ganz schön in die Bredouille gebracht, das kann ich dir sagen. In Frankreich? Bitte? Weißt du? Richtig, das hat mich schon mal unglaublich in die Bretagne gebracht. Das ist richtig. Das war wirklich, aber es ist dann auch toll, weil man kommt in ganz neue Situationen, die man meistern muss. Aber so ist das Leben noch schöner. Bitte? Kannst du mir 100 Euro leihen? Ja. Ach, das ist wirklich irgendwie. Das finde ich aber nett, dass du nur nach 100 Euro fragst. Er hat heute seinen Ja-Sager-Tag. Ralf? Ja? Ich bräuchte da einiges mehr. Wieso? Aha. Ja. Ja, was denn? Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, ob du mir zum Beispiel 10.000 Euro schenkst.
dann würdest du das ja heute tun, richtig? Ja. Ist sie fertig? Sie ist fertig. Ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gehört. Was ist los? Ralf? Ja? Ich habe so ein komisches Problem, dass ich so dankbar bin, dass wenn du ja sagst, dann will ich mich verbeugen, weil ich das finde so nett von dir, dass du immer ja sagst. Deswegen ja. Ich, ja. Aber es ist, glaube ich, bald vorbei. Ja, wirklich? Warum sage ich das? Manchmal... Ich verstehe es auch nicht. Ja. Aber ich glaube, es hört auf, wenn ich auch eine Zitrone beiße. Ja. Ja. Es ist weg. Ralf? Ja? Hör mal, wir müssen heute ganz viel Limetten schneiden. Kannst du das machen? Ja. Rennt mir so an den Händen. Ja. Das ist richtig geil. Der macht heute wirklich alles. Wie muss ich die denn schneiden? Einfach so in Stücke. Und Ralf? Ja? Danach müsstest du mir die Füße massieren. Ich kann dir auch helfen. Es bei du bist den ja mein Füßen Freund. Bleibt. Ja. Soll ich das erledigen für dich, Ralf? Komm, fang mit der Hand. Ich hab's selber gemerkt. Du bist doof. Ja. Ganz viele, Ralf. Ja. Ich hab das so im Gefühl, wir brauchen heute viele Drinks. Ja, komm, hier, ich hab die schon alle fertig. Brauchen hier, wir denn zack, Drinks? Bang, alle fertig. Ich weiß nicht. So wofür brauchst du denn so viele Limetten? Ralf, das läuft gerade sehr gut. Bringst du mir bitte was zu trinken? Eine Sekunde. Du weißt nicht, was eine Skinny Bitch ist. Bitte? Doch, ich weiß, was eine Skinny Bitch ist, aber ich muss mal gerade der Nachbar. Ich glaube, der Nachbar wollte gerade irgendwie, ich weiß auch nicht. Moment. Die Schiebetür auf. So. Der Nachbar ist weggelaufen, ich weiß auch nicht. Komisch. Ich wollte ihm ein Bier bringen, was zu trinken. Da will man einmal nett sein. Ja, und dann haut er einfach ab. Das ist ein Schisser. Ich fühle mich richtig verarscht. Ja. Dass du nur heute deinen Ja-Sager-Tag hast. Ja. Nicht, dass du dem morgen nichts mehr bringst. Eben. Vielleicht hätte der sich über eine Skinny Bitch mehr gefreut. Wie geht was ist denn eine Skinny Bitch? Das guckt ihr mich jetzt dabei so an. Skinny Bitch. Oh, der war nicht schlecht. Weißt du was? Soll ich euch sagen, was eine Skinny Bitch ist? Ja! Eis. Es interessiert mich nicht, aber ich muss trotzdem ja sagen. Ganz viel Limette und Wodka. Ja. Und Sprudelwasser, aber das lassen wir weg. Ja. Das finde ich immer nutzlos an so ja Dingen. Wasser braucht da. Ohne den Wodka wäre es einfach nur eine Limonade. Ja. Ich glaube, Simon riecht schon auch langsam Lunte, dass er das für sich nutzen könnte. Ne? Das wollen wir mal ein bisschen verschärfen. Wir wollen ja ein bisschen Konflikt auch. Simon. Du warst ja schon immer scharf auf Ralfs Zimmer. Ja? Kompensierst du ja wieder den Entzug ja der ganzen Mineralien durch den Alkohol. Brauchst du ein Kilo Limetten? Für mich nachher, für euch mache ich jetzt erstmal ein. Ralf! Ja! Kannst du mal bitte was zu schreiben holen hinter der Rezeption? Ja. Stift und Zettel. Schreiben. Gut. Stift und Zettel. Hier. Weil ich finde, heute ist ein guter Tag, um Verträge zu machen. Findest du nicht auch? Ja, aber ich habe keine Zettel gefunden. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Aber und Stift du haben wir auch keine mehr. Wir können ganz gut aus dem Holzbrettchen schneiden. Naja, wenn wir keinen Zettel haben, dann würde ich sagen, wir schreiben mit deinem Blut. Okay, ich guck noch mal. Schau doch mal nach, vielleicht findest du doch. Ich guck noch mal. Warte, ich guck. Verdammte ach, hier ist doch Papier. Verrückt. Ach, guck mal. Das Leben schreibt manchmal die schönsten Geschichten. Ja. Arschnase, blöd, Mann, das Sackgesicht, das ist ein Fuck. Ich will gerade, ob ich schreibe. Nee, weißt du was? So, bitteschön. Ich glaube, ich diktiere dir. Oh ja, gerne. Hiermit. Überschreibe. Ich. Ralf. Simon. Ah, da hast du dich verschrieben, oder? Nee. Ich, Simon. Da hast du dich verschrieben, oder? Ja. Entschuldigung. Ich schreibe vielleicht doch. Ich glaube, es ist besser, wenn ich schreibe. Hiermit überschreibe ich Ralf. Oh! Meinen. Wow, ist der skinny! Wow! Teuersten. Wow, was ist das? Wow! Ist er zu stark, bist du zu schwach?
wow! Der mein Zimmer in der Halbpension. Mein Zimmer? Und mein Pyjama. Nein. Ja! Und meine Bärchensammlung. Werde ich. Agathe! Agathe! Juhu! Oh, ich hab fast dein Auge getroffen. Was? Was ist das? Sing doch weiter, ich klinge wie ein Japaner. Ohnmächtig, so. Es läuft richtig gut. Das ist die Zigarette danach. Ja, das war der beste Sex, den ich in den letzten 3 Wochen hatte. Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Ich wollte gerade sagen, da kommen einem fast die Tränen. Kannst du hier bitte einmal unterschreiben? Ja. Soll ich das wirklich unterschreiben? Du bist doch mein Freund. Ralf, deine Beine gehen woanders hin als du. Ich verbrenne das und höre nicht auf den Mann da oben im Himmel. Dankeschön. Ich will zu dir, aber pass auf, ich will jetzt zu dir, okay? Janine, ich habe es offiziell gesagt, ich will zu dir. Mach doch erst mal einen Schritt nach hinten. Okay, dann gehe ich raus. Mach doch mal einen Schritt nach hinten. Warte, ich habe nicht. Nach hinten, das ist gut. Das geht. Ach, das geht. Das geht. Pass auf, dann gehe ich jetzt hinter dich. Egal, wo ich hin bin, meine Beine wollen woanders hin. Hier bin ich. Du wolltest nach hinten gehen. Oh nein! Du musst weniger Knoblauch essen. Ich habe den Skinny Bitch getrunken. Ach so, scheiße. Warte. Jetzt. So. Ich komme, Janine. Ich komme. Nein! Hier! Ja. Nein, nein, nein! Also, du kommst doch nicht mehr hoch. Das tut mir leid. Das war die Aufregung. Ist es nicht schlimm, Ralf. Ich liebe dich. Okay. So. Geht es? Es geht wieder, es geht wieder. Weißt du, dieser... Meinst du, es lag am Alkohol? Nein. Es ist der Stress bei so einem Ja-Sager-Tag. Das ist auch bekannt, das ist ein ganz bekanntes Phänomen, dass man, wenn man so wenn man diese Routinen verlässt, die man sonst hat, immer alles ablehnen, ich will nicht und dann gibt es manchmal so eine Teilung ab der Mitte. Hä? Und der Kopf weiß, Ja-Sager-Tag, positiv, alles mitmachen, aber der untere Teil hat es nicht mitbekommen. Aber das ist bei euch Männern ja oft so. Der Kopf, der will was, aber der untere Teil macht ganz was anderes. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber bei dir ist das nicht so? Nein, ich bin eine Frau. Du bist eine, wenn du was willst... Wenn ich hier was will, ja? Dann bin ich doch auch da. Das heißt, jeder Fehler, du kannst dich nie rausreden, du sagst, ja, das war nicht... Meistens ist das so. Also ich kann nicht sagen, es war nur mein Unterleib. Kannst du nicht sagen, ne? Nein. Janine, trinke dich selbst unter den Tisch. Das kannst du. Das weiß ich. Das kannst du. Oh ja, das ist gut. So. Ich habe nur gerade überlegt, es gibt ja so Momente, da ist das ganz schön, wenn man mal so hier und überall willenlos ist. Sehr viele schöne Momente. Bist du willenlos hier und überall? Ja, gerade nicht. Ich bin ja immer sehr diszipliniert. Ich bin ja immer sehr, sehr diszipliniert. Du bist diszipliniert. Du bist diszipliniert? Hast du Durst? Was wir dir nicht gesagt haben, wir haben das Wasser gegen echten Alkohol getauscht. Meistens bin ich selbst ja sehr diszipliniert. Ich glaube, ich fände das ganz schön, wenn einfach mein Gehirn und mein Unterleib einfach mal eins wären. Ich glaube, dein Gehirn wird bald gar nichts mehr sein, wenn du so weitermachst. Mm-mm. Mir ist ein bisschen schlecht. Woran das kann das wohl liegen? Ralf, du hast Ja-Sager-Tag. Trink mit mir mit. Hol dir eine Pulle und trink mit. Bitte. Ja! Das kommt nicht von mir. Kommt nicht von mir. Boah. Alter Verwalter. Nimm den Sirup. Bist du bescheuert? Nimm den Sirup. Ralf, ich kann euch hören. Das ist auch Limon. Bin ich bescheuert. Da ist Zitrone wieder drauf. Komm. Ja! Komm.
Ich habe dich unter den Tisch getrunken, ist dir schon klar jetzt. Ja, du bist unter dem Tisch. Ja, du kannst mich ja nicht unter den Tisch trinken. Ja. Mm-mm. Weil du schon drunter bist. Komm, ich gebe ein bisschen nach, so. Aber das schmeckt besser mit dem Zitrone als das. Ach. Das Showgeschäft trainiert eben. Aber wenn wir jetzt beide... Ich glaube, mir wird bald ganz... Ich habe aber ganz ausgedrückt mit dem Zitronen. Oh, mir ist ein bisschen schlecht. Das wenn das kriegt, ist es rot. Vielleicht braucht ihr ein bisschen Elektrolyte. Weißt du was? Die hole ich uns jetzt aus der Küche. Hole ich uns Elektrolyte. Ich hab schon. Nee, dass der erstickt. Oh nein, das muss da raus aus der Nase. Ich gehe Elektrolyte holen. Ralf, mir ist schlecht. Du brauchst Elektrolyte.